Lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit eurem Xarok. Wir sind gerade unterwegs im Dodge Aspen Station Wagon und waren gerade beim Barmax. Es gab eine schöne Aktion und zwar alt gegen neu. Heißt, ich könnte ein Altgerät abnehmen. Boah, guck mal, der Schlüssel. Machen wir mal zu. So. Genau, es gab alt gegen neu beim Baumarkt heute. Heißt, altes Gerät abgeben, neues bekommen. Und zwar mit Zuzahlung, ja, es gibt nur einen Rabatt von 10 Euro. Und zwar ging meine Flex, mit der wir den Schlacht-Cadillac auseinandergenommen haben. Ja, eigentlich. Ja, nachdem ich fertig war mit dem Fertigflexen, dann ging sie plötzlich nicht mehr. Ja, hat gar nichts davon gegeben. Und jetzt haben wir uns eine neue gekauft und zwar von Bosch. Super geil. Und genau, die hat jetzt 45 gekostet. Die vorherige war ja von Plackendecker auf ein neues, eine neue Maschine. Komischerweise war das wohl zu viel für ein ganzes Auto. Ich weiß ja nicht. Naja. Ist auch egal, wir haben jetzt eine neue Maschine und ich freue mich schon drauf. Ja, heute haben wir ein bisschen mehr zu fahren. Also jetzt von zu Hause zum Baumarkt waren ungefähr 15 Kilometer, 20 Kilometer. Jetzt fahren wir noch arbeiten. Bin zwar in Elternteil, aber es ist momentan Not am Mann. Deswegen muss ich jetzt noch eine Runde arbeiten gehen. Passt eigentlich, das Wetter ist okay, nicht zu warm, nicht zu kalt. Eben vorhin hat es noch geregnet. Eigentlich wollte ich vermeiden, das Auto im Regen zu bewegen. Das ist das erste Mal, dass ich den Regen bewegt habe, aber naja. Schadet aber nicht. Und ja, genau. Wenn wir dann das fertig haben, Semmel muss ich noch kaufen. Wo gibt's nämlich? Selber kannst du damit kommen, ja. Und wenn wir das dann fertig haben, dann geht es zum Friseur. Meine Haare sind nämlich ganz, ganz, ganz schlimm als zur Zeit. Seitdem Corona ja, ausgebrochen ist, war ich nicht mehr beim Friseur gewesen. Ging ja nicht. Und Xialin hat einmal geschnitten. Ja, sah auch gar nicht mehr so schlecht aus, falls ihr das Video gesehen habt. Ne? War echt gut. Gute Arbeit hat sie geleistet, aber jetzt wird es wieder zu lang und jetzt müssen wir auch noch zum Friseur. Ja, deswegen fahren wir heute auch noch zum Friseur. Genau, da wo wir jetzt hinfahren zum Arbeiten, das sind knapp 40, 50 Kilometer oder so. Das ist schon ein Stückchen zu fahren. Das ist eigentlich am Ende des Landkreises. Und genau, wenn wir dann wieder zurückfahren, dann fahren wir wieder ans Ende vom Landkreis, also ans andere Ende. Aber das sind dann schon ja, gute 60 Kilometer. Also kommt heute echt ein bisschen was zusammen. Aber ist auch nicht schön. Ja, komm, wir haben schon auch länger nicht mal einen Vlog gemacht, wo wir im Auto sitzen und einfach nur so ein bisschen quatschen. Haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Und in dem Auto noch gar nicht. Und deswegen ist das eigentlich jetzt perfekt. Ja, noch mal ein bisschen was zu tun haben. Ein bisschen die Landschaft genießen. Vor allem da, wo wir hinfahren. Das ist ja, so wie jetzt hier, wenn ihr aus dem Fenster guckt. Landschaft schön. Landstraße immer straight. Das ist natürlich perfekt mit diesem Auto. Das Wetter ist okay. Es ist zu heiß. Ein bisschen nass. Weil wenn da so ein LKW vorbeikommt, dann kommt eine Scheibenwischer. Habe ich noch nie benutzt, den Scheibenwischer. Weil wie gesagt, ich versuche es eigentlich zu vermeiden, in den Regen zu fahren. Und heute ist meine Angst. Schadet ja auch nicht. Wenn man wichtig ist, dass es nicht jeden Tag im Regen steht, deswegen haben wir jetzt vor kurzem Carport gebaut, für die Leute, die es nicht gesehen haben. Und da steht da jetzt immer schön im Trockenen. Und hinter uns, nein,
Aber was mir aufgefallen ist bei dem Auto, es fahren voll oft Leute zu dicht auf. Und dann fahren sie wieder weiter zurück, also bei dem Auto hier, weil sie sehen wollen oder gucken wollen, was für eine Art das ist. Der Ort, wo wir jetzt hinfahren, der heißt Hochhaus. Gucken, ob da Hochhäuser stehen. So. Schon, meine Freunde. Let's go. Ab zum Friseur. Es sieht schlimm aus. Oh. Und es ist irgendwie so schwülwarm geworden jetzt. Jetzt brauchen wir unbedingt Fahrtwind. Jetzt gehe ich ein. Der blinkt. Ja, ja. So, wir waren beim Friseur. Sehe ich nicht gut aus? Meine Güte. Wow, was eine Veränderung. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Jetzt habe ich zwar jeden Morgen ein bisschen Arbeit mit dem Stylen. Dazu habe ich mir jetzt extra sogar eine Bürste gekauft. Weil Xielens Bürste will ich nicht benutzen oder darf ich nicht benutzen. Und das verstehe ich auch, wenn ich irgendein Spray oder so reinmache. Und dann haben wir hier noch so einen schönen Hair Shaker, ja, der das so festigt, so ein Volumenspray. Texturing. Und jetzt wird das immer so, hoffe ich zumindest. Ja, auch
die nächsten Male. Bin da nicht so bewandert, muss ich sagen. Meistens mache ich es mir lieber leicht. Aber das gefällt mir jetzt schon sehr. Vor allem mit dem Auto und so, ja. Meine Outfits, die ich jetzt immer so ein bisschen ausgesucht habe, die gehen alle so ein bisschen in die Richtung. Und zwar Rocky Billy Style. Und genau, deswegen machen wir das. Versuche ich das mal selber. Ja, so, jetzt fahren wir heim. Boah, jetzt waren wir, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann wir losgefahren sind, aber jetzt waren wir echt ewig heute unterwegs. Krass, so lange war ich schon ewig nicht mehr unterwegs. Also wir sind, erst zum Baumarkt gefahren, haben die Bohrmaschine alt gegen neu, Flex alt gegen neu. Und dann sind wir arbeiten gegangen. Zelle haben wir noch geholt. Zeit. Selber haben wir noch geholt und dann zum Friseur. Also wir sind jetzt, keine Ahnung, knapp 150, 200 Kilometer fast gefahren, ja, plus das, was wir so alles gemacht haben. Boah, krass. War heute echt viel los. Aber hat sich gelohnt. So, jetzt fahre ich nach Hause, chill auf der Couch, schaue einen Film an mit meiner Frau und dem Oscar, dem Baby. Bin gespannt, was Xia ihnen sagt zu meiner Frisur. Weil das jetzt für sie, jedes Mal, wenn ich beim Friseur war, habe ich immer was anderes ausprobiert, ja. Und das ist dann immer so, ja, das ist halt dann immer eine Veränderung. Vor allem, ja, war ja länger nicht mehr beim Friseur gewesen und das könnte jetzt ganz schön, erstmal so hoch, wer ist denn das? Bin mal gespannt, was sie sagt. Zu Hause. Ich sage euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.